Ey ho meine Lieben, neues Video. Na Spatzel, komm her. Ja. Was machen wir heute Leckeres? Frühlingsrollen. Und? Und? Sommerrollen. Ach, die willst du heute auch gleich machen? Naja. Gut. Vielleicht. Dann Unterschied zwischen Frühlingsrollen und Sommerrollen. Frühlingsrollen werden gebraten oder frittiert. Richtig. Wir werden sie frittieren in der neuen Fritte von uns. Und die Sommerröllchen, da kommen die Zutaten auch fertig rein und wird nur eingerollt und ist dann schon fertig. Oder, richtig. Oder auch die Zutaten roh rein, wie ja. Gemüse und Co. Ja, das ist eigentlich der Unterschied zwischen Frühlings- und Sommerrollen. Tja, und genau die machen wir heute. Während ich nachher allerdings mit Alex beim Möppi-Basteln bin, da gibt es ein extra Video, wird mein Engelchen hier die Füllungen schon vorbereiten. Habe ich das schön gesagt? Wunderbar. Ja, genau. Also, ich weiß am Schluss nicht, was da alles drin ist, aber wie gesagt, zum Rollen etc. pp. Bin ich wieder dabei. Übrigens, die Röllchen werden mit Reispapier gemacht bei uns heute. Ja, irgendwann machen wir vielleicht mal welche selber mit Teig, selber einen Teig machen, aber die Runde geht ans Reispapier. Gut. Genau. Ab rüber in die kleine, aber feine Küche. Und ich gehe Möppi schrauben. So, meine Lieben. Jetzt machen wir die Füllung für die Frühlingsrollen. Dafür brauchen wir 3 Karotten, ein bisschen Frühlingszwiebeln, eine normale Zwiebeln, 2-mal Paprika, ein Kohl und die Krönung ist ja, wir machen es mit Hähnchenfleisch. Hier haben wir 2 Hähnchenbrüste, die werde ich jetzt auch einlegen in Sojasauce und dann werden die halt auch ein bisschen eingelegt und dann werden die halt ein bisschen klein gemacht und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn ich das Gemüse ein bisschen klein geschnippelt habe und ja, genau, so machen wir das jetzt auch. Versuchen, dass wir das Hähnchenfleisch ganz klein schneiden für die Frühlingsrollen. Das kommt ja zum Gemüse dazu in der Pfanne. Klar kann man es ein bisschen anders machen, wie ich das mache, aber naja, so geht es eigentlich auch. Ja, und so mache ich jetzt weiter und danach sehen wir uns wieder, wenn das Gemüse und das Hähnchenfleisch fertig ist. So, das Hähnchenfleisch ist klein geschnitten. Jetzt tun wir das einlegen oder marinieren mit ein bisschen Sojasauce. So, das reicht. Das geht jetzt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Also ganz dünn zu schneiden. Manchmal klappt das gut, manchmal klappt das auch nicht gut. Und so mache ich das jetzt weiter bei allen Karotten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es fertig ist. So, das Gemüse habe ich jetzt klein geschnippelt. Paprika, die Karotten, die Zwiebeln und den Weißkohl. Jetzt gehen wir an den Herd und tue ich dann schön anbraten. So, am Herd angekommen. Jetzt werden wir erstmal das Hähnchen anbraten. Schön mariniert in Sojasauce. Da hätte ich vielleicht doch ein paar Minuten gebraucht, das Öl.
werden wir jetzt schön andünsten, anbraten. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn das Gemüse dazu kommt. So, das Hähnchenfleisch ist schön angebraten. Jetzt geben wir die Karotten dazu. So, den Kohl und die Paprika habe ich schon dazu gegeben. Und alles schön angebraten. Dass es daher schön weich ist. Es gibt zwar eine sehr grobe Füllung, aber das Endergebnis und es muss ja auch schmecken. Schmecken muss es! Schmecken! Ja. Jetzt kommen noch die Zwiebelchen dazu. Eine Zwiebel. Würzen tun wir es nur mit Sojasauce. Rein und ein bisschen Pfeffer rein. Ich habe noch ein bisschen tiefkühl chinesisches Gemüse. Das werde ich danach reinmachen, weil es sehr viel Flüssigkeit hat. Und dann werden wir es noch ein bisschen binden mit Speisestärke. Und dann ist die Füllung für die Frühlingsrollen fertig. Und dann hole ich euch wieder dazu. Wer hat denn die Cam wieder eingeschalten? Blur Sakrament. Ja Leute, da steht sie, die FR4080. Muss natürlich jetzt erstmal mit dem Öl befüllt werden. Und ich hau da jetzt kein komplett frisches rein. Wir haben das jedes Mal durch einen Kaffeefilter durchgejagt. Und das können wir locker noch 2, 3, 4 Mal verwenden. Jawohl, Spatzel, aber das Öl reicht nicht ganz. Haben wir noch ein bisschen was? Ja, ich hole es. Ja. Und dann werden wir auch schauen, wie lange die zum Aufheizen braucht. Ja, gib her. Vielleicht reicht es ja. Wo ist das ganze Öl hinkommen? Nö, wir sind noch leider mal auf Minimum. Ich brauche noch ein Öl. Jetzt wird's knapp! Jetzt wollen wir frittieren und dann reicht es Öl nicht, oder was? Da ist auch noch was. Ja, das ist aber das Letzte. Das ist Schande. Nee, oder? Doch. Na, Minimum geht es doch. Also ich mache die Flasche jetzt auch noch leer. Also, Alex, halt die Klappe. Halt einfach jetzt die Klappe. Ist aber wahr. Gib dir gleich Motorenöl, du. Ein halber Liter habe ich im Auto. Ja, Leute. Die Fritteuse anheizen und dann gucken wir auch einmal wieder mit dem Thermometer, ob das Eingestellte so auch erreicht wird. Ich würde hier jetzt mal vorschlagen, für die Teile 160, 170 Grad. Mehr werden wir da nicht brauchen. Jo. Und dann gehen wir hier runter und machen mit dem Reispapier weiter und tun die Frühlingsrollen füllen mit der leckeren Füllung, wo die Manu gemacht hat. Also ich habe sie schon probiert. Lecker. Ein Bier, Amina! Ja, gucken Sie in den Kühlschrank. Was steht da am Tisch? Das ist meins. Her damit. So viel brauchen wir ja nicht. Ja genau, zeigen Sie mir das noch. Dankeschön. Was ich trinke.
So, wir tun das Reispapier in Bier eintunken. Ich habe mal sagen lassen, durch ein Video, was ich angeschaut habe. Also ich gebe es zu, ich habe wirklich ein Video dazu angeschaut, dass da die Frühlingsrollen etwas brauner und knuspriger werden sollen. Ja, und das probieren wir jetzt einfach aus. Ich habe es auch noch nicht so gemacht oder Frühlingsrollen überhaupt gemacht. Doch, einfach ausprobieren. Und dann, aha, ich habe schon zwei Blattl in der Hand. Müssen wir natürlich vorsichtig sein, dass die nicht einreißen. Und dann tauchen wir die einfach bloß hier so ein bisschen ein. Einfach, dass die ein bisschen benässt sind. Und das reicht dann schon. Habe ich mir sagen lassen. Aus einem Video. So, den bereiten wir jetzt aber gleich einmal ein paar vor. Also drei oder vier Stück. Ich suche bloß gerade noch nach einem anderen Brettel, wo ich sie drauflegen kann. Hier ist übrigens die leckere Füllung. So. Naja, in so einer Packung sind ja ein paar von den Blättern drin. Also alles gar kein Hexenwerk. Bis jetzt. So. Auf die Seite legen. Also am besten immer zwei, drei, vier Blätter vorbereiten. Dann können die sich vollsaugen. Und schön weich werden, dass man die nachher dann gleich schön rollen kann. Und das komische Gemurmel im Hintergrund ist natürlich wieder der Alex. Ja klar, wer sonst? Der Granada-Säckel. So, ich brauche jetzt noch einen Teller, wo ich die Frühlingsrollen dann drauflegen kann. Ja, Papier wird weich. Hui. Jawohl, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und dass das erste Papier schon komplett zerrissen ist. Und tschüss. So. Fritteuse einschalten. Stellen wir mal hier auf 170 Grad. Und dann gucken wir mal, wie lange es braucht. Dann nehmen wir halt hier jetzt das nächste Blattl. Ein bisschen vorsichtiger, wollte ich gerade sagen. Eieieiei. Also mit dem Reispapier muss man sehr vorsichtig sein, Leute, habe ich gerade festgestellt. So. Naja, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Erster Versuch einer Frühlingsrolle zum Rollen. Wir glauben. So. Schlagen wir die erste Seite hier rum. Und drücken die Füllung ein klein bisschen nach innen.
schlagen die Außenseiten ein. Da ist das Papier noch etwas härter. Und dann können wir das hier, indem wir mit den Fingern das Zeug ein bisschen festdrücken, die Frühlingsrolle soweit einrollen. Und tada, die sieht sogar mal richtig gut aus. Die erste Frühlingsrolle eingerollt. So, die lege ich mir hier jetzt drüben auf den Teller. Dann lege ich mir... Wollt ihr mich jetzt verarschen hier oder was? So. Die zweite. In der Hoffnung, dass die komplett eingeweicht ist. Na komm hoch. Dann wieder drüber ziehen, die Füllung mit der Finger gleich ein bisschen ranschieben. Jawohl. Dann wieder einklappen. Andere Seite einklappen. Und das scheiß Bier ist ganz schön klebrig. Aber ich will jetzt wirklich sehen, ob die schön braun und knusprig werden. Und dann drehen wir die wieder komplett ein. Und die nächste Frühlingsrolle ist soweit fertig. Ja, dann mache ich das jetzt mit dem Rest soweit. Ob die alle jetzt gleich groß werden oder nicht, keine Ahnung. Ich zeige es euch auf alle Fälle nachher. So Freunde, das ist jetzt noch von dieser Packung übrig. 10 Blätter habe ich gebraucht, 2 Blätter sind im Müll gewandert. Und was haben die jetzt insgesamt gekostet, das Päckle? 3 Euro, 2,99 Euro, also bitte. Dann können wir nochmal welche machen. 10 Stück an der Zahl sind es geworden. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir langsam zur Fritteuse rüber. Eingestellt hier auf 170 Grad. Knapp 10 Minuten, 12 Minuten ist sie jetzt an. Ich habe vergessen, dass man hier seitlich noch einen Schalter hat, den Hauptschalter. Und habe den, ja, genau. Schauen wir mal, was wir mittlerweile haben. Wir sind mittlerweile bei 130 Grad. Tja, warten wir noch einen Augenblick. Dann kommt er immer auf 180 hoch und dann warten wir mal ab. In der Zwischenzeit kann ich eigentlich hier schon den Korb bestücken. Bevor wir die Teile hier zu sehr auf den Teller, auf den Teller festkleben. Ich bin jetzt so gespannt, wie die nachher da rauskommen. Eins, zwei, drei, vier. Wir frittieren auf zweimal. Und zweimal 5. Ja, genau. Aber jetzt warten wir es mal ab noch. Ah, ein bisschen weiter oben gemessen. Haben wir über 170 Grad. Ich war zu tief. Ja.
frittieren, frittieren in der geilen Fritte. Ja Leute, ich freue mich einfach drüber, über das Gerät. Schauen wir, dass sie nicht zusammenkleben. Weil das Video, was ich gesehen habe, drehen wir wieder auf 170 runter, das passt dann nämlich, weil das nämlich oberhalb vom von dem Sensorfühlerteil, da haben es die Frühlingsrollen in Wok rausgebrutzelt. Aha, deswegen ziemlich eng wickeln, damit sich nicht solche Luftboller bilden wahrscheinlich. Aber Leute, was soll ich sagen, learning by doing. Ne, die brauchen noch ein bisschen. Und dann drehen wir sie einmal um. Gucken wir mal. Na, dreh dich jetzt um. Blödes Luftpolster hier. Die will nicht. Die wollen alle nicht. Tja. Also deswegen sehr eng wickeln. Ich muss halt ein bisschen runterdrücken irgendwie. Ja, normal hätte ein bisschen mehr Frittenöl reingehört in die Fritte. Aber ja, haben wir leider nicht. Dann halten wir hier die Luft raus. Noch mal zum Umdrehen. Die wollen nicht. Die wollen einfach nicht. Die bricht's haben. Egal, dann bleiben sie so drin. Ja Leute, wie ich gesagt habe, learning by doing, also wirklich sehr eng wickeln die Teile, dass wirklich nach Möglichkeit keine Luft mehr drin ist, jetzt bleibt halt so. Luftblase. Und auf die Zeit gucke ich gar nicht. Ich drehe jetzt hoch auf 190 Grad. Einfach frittieren, bis sie schön braun knusprig sind. So. So, Dalle. Sind nicht ganz so braun geworden, wie ich es gern gehabt hätte. Aber es waren jetzt Frühlingsrollen das erste Mal. Mit Reispapier, wohlgemerkt. Und jetzt gibt es natürlich gleich noch ein schönes Probiererle. Hier sind sie, jawohl. Aber zuerst haue ich gleich die nächste Ladung rein. Dann gucken wir mal, wie die werden, weil ich habe ja mittlerweile die Fritteuse höher geschalten.
Aber es soll ja auch die Möglichkeit geben, noch den Teig für Frühlingsrollen selber zu machen. Aber da, Leute, muss ich mich auch erst schlau machen. Jo, weiter frittieren. Probiererle. Hier liegt meine Probiererle Frühlingsrolle. Wir haben uns beim Asiaten, wo wir auch die Blätter geholt haben, noch so eine Sweet Chili Soße mitgenommen. Und die probiere ich jetzt auch aus. Erstmal gescheit aufschütteln hier. Eher flüssig Sweet Chili. Und bevor ich mir jetzt die Gosch verbrenne, Leute, nehme ich jetzt nämlich ein Messer und eine Gabel. Aber sie ist definitiv knusprig. Das erste Stück ohne Soße, das zweite Stück mit Soße probieren. Mmh. Heiß. Lecker. Die finde ich besser als die gekauften. Muss ich ganz ehrlich jetzt schon sagen. Jetzt noch die Soße dazu. Mmh. Ja. Und geil. Experiment geglückt. Ich esse jetzt nachher dann alle zusammen zum Fazit. Und ich zeige euch nachher dann noch die zweite Ladung. Sind die gut? Jo, ja, sehen gut aus. Mhm. Das war jetzt die zweite Ladung. Tja, und die lassen wir uns jetzt auch noch schmecken. Vor dem Fazit mache ich aber jetzt den blöden Ventilator aus. Aber ohne den, ihr könnt schon näher kommen. Ja, ist es schon schier fast nicht mehr auszuhalten. Leute, ich muss sagen, die Frühlingsrollen, sowas von abartig genial. Hammer. Oh. Ja, da drüben läuft die Glotze. Ja. Sowas von abartig geil. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe noch nie so leckere Frühlingsrollen gegessen. Und die Sweet Chili Soße, was wir dazu gekauft haben, beim Asiaten, im asiatischen Shop, in Höchstädt waren wir da. Die muss ich wiederholen. Genial, lecker. Einzige Verbesserung, statt dem Reispapier einen richtigen Teig nehmen. Das waren ja jetzt eigentlich vietnamesische Frühlingsrollen mit dem Reispapier. Wenn ich mich da nicht täusche. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wie gesagt, ich will es das nächste Mal dann mit Teig ausprobieren. Was sagt ihr dazu? Also ich werde es mit dem Reispapier weitermachen, weil das war richtig klasse. Ich mag es aber lieber etwas teigig. Ja. Außenrum. Da fragt mich nach meiner Meinung. Ich habe meine ja, Meinung. Ja, es ist deine Meinung. Okay. Es ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich komme natürlich gerne wieder zu probieren, wenn du den Teig hast. Das können wir machen. Genau. Spatzel. Ja, du hast mega. Du hast die Mega-Füllung gemacht. Das ist schön. Bitte das nächste Mal ganz genauso machen. Genauso machen? Ja, also absolut genial. Einfach nur ein bisschen Sojasauce auf allen. Ja, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich war nicht dabei, nur zum Schluss habe ich es kurz gesehen. Sorry. Aber das war genial. Richtig. Das richtig reicht vollkommen lecker aus, oder? Mit der Sojasauce. Ja, aber die Menge war zu wenig. Also die Gemüse, ja. Die Gesamtmenge. Ich habe jetzt 3,5 Stück gegessen. Ich hätte mindestens 6 bis 8 Stück essen können. Muss ich ganz ehrlich zugeben, Frühlingsrollen, die Dinger kann ich reinhauen ohne Ende. Also fällt dir die 2 Stück, was ich gegessen habe? Du hast 3 Stück gegessen. Jetzt zählt ja auch noch mit, was ich esse. Natürlich. Batsch, batsch. Du brauchst dich gar nicht aufregen. 10 Stück haben wir gehabt, jeder 3 Stück und dann noch eine halbe für Manu und mich.
Ja. Weil du den Teller schon weggeräumt hattest. Selber ja. Schuld, Edge. Trotzdem ja, das Essen mega lecker. Fritteuse? Habe ja zuerst gemessen, da bin ich komplett runter zum Messen und ja, unten drunter war es natürlich etwas kühler und dann überhalb von dem Heizspiralen. Ja, die Messstäble und den Heizspiralen hat es dann genau die Temperatur gehabt, was es haben sollte. Also das wollte ich auch noch dazu sagen. Ich bin wirklich hochzufrieden mit der Fritteuse. Gerade mal knapp 14, 15 Minuten gebraucht zum Aufheizen. Beziehungsweise da habe ich erst nachgeguckt. In anderen Testen hat die Fritteuse bloß 8 oder 9 Minuten gebraucht. Also, geiles Gerät. Geiles Gerät. Und ich kann es euch schon verraten, das nächste Video, was wir damit machen, auch das nächste, was wir überhaupt machen, wir werden mal selber, komplett selber Pommes probieren. Ja? Ja. Morgen? Ja. Das ist ein Plan. In dem Sinne, Leute, Tschaikowski. Tschaikowski, nettes Kommentar, Däumchen nach oben. Ja, wir sehen uns. Ciao, ciao. Also, tschüssi. Danke schön. Ja, verschwind, geräum, Fresspumpel.